Süder von Europa. Ein schamloser Angriff der Terrorgruppe Outer Way, angeführt von der berüchtigten Dani Nakamura. Das reicht jetzt. Auf uns wartet Arbeit. Hier Callisto Hangar Control an UJC Karen. Sie haben die Sicherheitszone verlassen. Verstanden, Hangar Control. Nehmen Kurs auf Europa Station. Sagst du was oder spielst den ganzen Tag mit diesem Scheißding? Ich wollte es sehen. Das ist unser letzter Flug, Max. Und wir haben das besprochen. Was willst du denn von mir hören? Wie wär's mit Danke? Denn nach diesem Job haben wir endgültig ausgesorgt. Tja, du hast ja voll den Plan. So sieht's aus. Komm schon, Mann, was soll das? Hä? Hin und her, Callisto nach Europa, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Es ist ein Gefängnismond, Max. Die nehmen ihre Sicherheit wichtig. Und was ist mit den Anschlägen? Hm? Wie erklärst du dir die? Die vom Outer Way? Die greifen schon seit 6 Monaten Ziele im ganzen Sektor an. Haben wir einen gelben Alarm im Frachtraum? Es bestimmt nicht. Wir sollten trotzdem nachsehen. Mach dir nicht so viele Sorgen, ja? Bring dich noch um. Die Steuerbord- und Backbordsensoren zeigen beide Fehlermeldungen. Geh das mal prüfen. Ich gehe ja schon. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend, je nachdem, was bei euch gerade ist. Gehst du nun oder nicht? Ja, ich gehe nun. Ja, ich wollte mich für diese Cutscene, für diese anfängliche Cutscene, wollte ich mich noch ein bisschen raushalten. Jetzt bin ich drin und jetzt muss ich auch, wie es aussieht, schon gleich loslaufen, weil der Kollege möchte ja nicht, dass ich hier Zeit verschwende. Wir spielen, ja, The Callisto Protocol, wie ihr vielleicht im Titel schon gelesen habt. Ein Spiel, auf das ich mich freue, seit ich weiß, dass es das geben wird. Öffne die Tür. Welche Tür denn eigentlich? Die hier? Also es gibt irgendeinen Fehler im Frachtraum, irgendein Problem, das muss ich prüfen. Die Frage ist, neue automatische Aufnahme. Okay. Schauen wir mal, was das bedeutet. Was kann ich denn alles so drücken? Okay, L2 ist ranzoomen. Sonst habe ich auf dem Touchpad liegt mal bis jetzt noch nichts. Das wird mit Sicherheit über ein Tutorial erklärt. Ach, lass mich doch. Du bist ja ein Stresser. Weißt du? Wir haben doch Wochenende. Haben wir? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich schaue mich ja in Spielen immer gerne erstmal um. Ne? Wo sind wir? Was machen wir hier? Ich bin jetzt schon ganz begeistert von der Optik. Die erinnert mich total auch an Alien Isolation so ein Stück weit. Offensichtlich ist diese Tür gemeint. Ich mag ja eigentlich so Horrorspiele im Science-Fiction-Setting nicht so, ne? Dafür bot bis jetzt die einzige Ausnahme eigentlich Alien Isolation. Aber seit ich das von diesem Callisto-Protokoll mitgekriegt habe, letztes Jahr schon, und das ist ja im, ich glaube Anfang Dezember oder Ende November, ich weiß es gar nicht mehr, erschienen tatsächlich, wurde Stand jetzt auch schon ein paar Mal gepatcht. Ja? Deswegen spiele ich es erst jetzt. Ich wusste, dass erstmal gepatcht wird. Was machst du? Ja, ja. Ist schon alles richtig. Es gibt jetzt so keine Minimap oder so, was ich sehe, wo man jetzt immer sehen würde, wo man hingeht oder wo man hingehen muss. Also sprich, das Objective, was man jetzt gerade zu verfolgen hat, ist jetzt erstmal nicht so ohne weiteres zu sehen, aber es scheint das zu sein. Ist das die Ladung, welche es zu kontrollieren gilt. Und die ist auch noch radioaktiv. Wenn radioaktive Sachen im Spiel sind, wissen wir, kann nichts Gutes dabei rauskommen. Ich sollte den Rest des Schiffes prüfen. Das ist ja auch Gott sei Dank überhaupt nicht groß. Ne? Was soll man da denn jetzt noch machen? 5 Minuten sich ein bisschen... Was? Nerv ich dich, dass du mich so rückwärts anguckst, Kollege? Soll ich die Fresse halten, oder? Nein, ich rede natürlich weiter. Es ist ja mein Let's Play. Und das ist ja... okay, okay. Das ist ja auch immer kommentiert. So weit ich in der Lage bin, zu sprechen. Ja, also hier ist alles okay. Ich finde das... Ich finde diese Nebengeräusche ja nicht okay. Ne? Und auch hier, warum ist da einfach eine Folie drüber oder eine Plane drüber gelegt? Ne? Das, sowas macht man doch eigentlich über Sachen drüber, wo man denkt, das möchte ich nicht mehr sehen. Gefällt mir nicht. Haben wir ein Spiegelbild da in der Flüssigkeit? Mich interessiert das mal, zwecks Raytracing und so. Hab mir nicht zum Spaß eine PS5 zugelegt. So. Hier ist mal nichts weiter. Kann ich irgendwie was scannen oder so? Nee, noch nicht. Kommt vielleicht erst gegen später. Jetzt haben wir schon mal gelernt, wie wir klettern. So wie in jedem anderen Spiel eigentlich auch. Außer in Spielen, wo es ums Klettern geht. Da klettert man natürlich ganz anders. Oh, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Ich glaube, das sollte aufgehen. Geht aber nicht. Ist irgendein Alarm im Gange. Max, es gibt Probleme. Wir wurden geentert. Verdammt. Der Autoway? Ja, sieht so aus. Soll ich da durch? Ich weiß gar nicht. Dann beweg deinen Arsch wieder hier rauf, aber vorsichtig. Die könnten überall sein. Also mir passiert mal nichts. Gehe zurück ins Cockpit, heißt es. Ja, aber da es hier lang geht, gehe ich auch einfach mal hier lang. Jetzt speichert es unten rechts. Das seht ihr wahrscheinlich etwas schlechter, weil ich die Facecam einigermaßen davor habe. Was soll ich jetzt ducken? Okay. Oh, das sind Leute. Es muss hier irgendwo sein. Ja, er sagt ja, wir wurden geentert. Ich mache allerdings die Lautstärke mal in meinen Ohren ein bisschen leiser. Ist ja doch recht laut. Nicht, dass ich was gegen laute Spiele hätte. Aber zu laut ist halt auch nichts. Das Dämpfungsfeld ist noch aktiv. Mhm. Nicht mehr lange. Irgendwie wurden wir tatsächlich geentert. Die müssen aber meines Erachtens doch mit Sicherheit schon bei Start an Bord gegangen sein, oder? Das macht man doch nicht einfach so unbemerkt im Weltall, oder? Siehst du was? Noch nicht. Uns läuft die Zeit davon. Da hoch, oder? Geht's da ins Cockpit? Sprinten L1. Ah gut, wir lernen dazu. Oh Gott. Oh mein Gott. Sie gehen in Richtung Brücke. Lass mich rein. Was willst du jetzt tun? Das ist die eben aus der Startsequenz da, auf dieser Aufnahme von der Erde. Ich schätze mal, dass es die Erde war, oder? Tschüss. Mädel, du kannst doch nicht einfach im luftleeren Raum. Jetzt muss ich wieder ins Cockpit, das ist da vorne. Kann ich irgendwie beschleunigen? Kann ich mit irgendwelchen Knöpfen schneller... Das löst sich, aua, voll ins Gesicht. Links rüber, nee, jetzt will er rechts. Okay, das macht er, glaube ich, so mehr oder weniger automatisch. Schiff ist in der Mondanziehungskraft. Sie zieht uns runter. Okay. Scheiß Gravitation. Oh, 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 das sieht aber nicht gut aus, so. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Übertrag die Steuerung an mich! Ich übertrage die Steuerung! Okay. Nee, nee, der macht das. Der kann das. Kehren zurück nach Callisto. Welchen Mondlandeerlaubnis? Negativ, UJC Karen. Keine Erlaubnis zum Wiedereintritt. Sorry, ich habe keine Wahl. Okay, 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 okay. Ja, was willst du machen, ne? Sind schon auf Maximum. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es. Pass auf! Festhalten! Wir schlagen auf! Okay. Herzchen, ich mache mich mal kurz weg so lange. Geschafft! Ich sagte doch, mach dir keine Sorgen! Oh, so wie der klingt, macht er sich aber doch Sorgen. Hey Max! Max! Aber nicht mehr lange, schätze ich. Max. Warte, ich komme! Oh, was denn? Jacob! Oh! Hallo! Ja? Was ist dir passiert, Junge? Wo warst du denn, wo wir nicht waren? Hey, komm schon. Beim Zahnarzt vielleicht. Und der ist wohl an die Backenzähne nicht rangekommen. Hinten rechts. In Ordnung. Wer sind Sie denn? Waren Sie nicht in Judge Dredd? Schätze, suche fort. Sie oder etwas Ähnliches. Black Iron, Sicherheit. Sind Sie der Pilot? Ja. Und der? Der war Co-Pilot. Dann brauchen wir nur eine. Okay. Pragmatisch, aber er hat recht, ja? Bringen wir sie hier raus. Laut Verzeichnis transportieren sie Ladung aus dem Hangar. Nicht schön, gar nicht schön. Wir hier selten. Mach nur meinen Job. Das ist mir klar. Thermalregulatoren aktiviert. Das ist mein erster Absturz. Wir wurden geändert von... Lass mich los! Naja, Sie waren doch eben noch auch an Bord, junge Dame. Sie machen Ihren Job, ich nur meinen. Ja? Man schießt nicht auf solche Fenster, junge Lady. Wie Sie meinen. Nimm ihn mit. Hey, was soll das? Ich hab nichts getan! Also auf jeden Fall scheint da irgendwas so zu laufen, wie es eben nicht laufen soll. In The Callisto Protocol. Das reimt sich, ist aber nur ein Versehen. Und damit fängt das Spiel jetzt dann hoffentlich richtig an. Und nichtsdestotrotz... Ausbruch, warten wir ab. Genau auf sowas. Es kommt also eine weitere Cutscene. Guckt aber selbstgefällig die Kuh. Heiland, zack. Ist viel zu spät für den Scheiß. Okay, Gefangene reden nur, wenn sie gefragt werden. Hey, das ist ein Fehler. Ich heiße Jacob Lee. Ich bin kein Häftling. Du bist Häftling. 532-521. Und für dich bin ich Captain Ferris. Nein, 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 nein. Ich bin Frachtpilot. Ich wurde angegriffen von ihr. Sie ließ uns abstürzen. Mein erster Offizier ist tot. Egal. Anweisung des Wardens. Oh. Spricht man vom Teufel? Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben sie hergebracht. An diesen Ort. Der einzige Ort, an den sie wirklich gehören. Um das zu finden, was ihnen gefehlt hat. Eine Bestimmung für ihr sinnloses Leben. Ich bin Warden Cole und wir werden es herausfinden. Willkommen in der Haftanstalt Black Iron. Der letzte Teil ist das Schönste. Macht mir immer Gänsehaut. So, Endstation. Steh auf. Ein Witzbold. Häftlinge. Das war ein direkter Befehl. Das ist falsch. Ich gehöre nicht hierher. Hör zu. Weißt du, dass man Callisto den toten Mond nennt? Tot. Das wärst du jetzt auch, wenn ich dich nicht aus dem Wrack gefischt hätte. Ich meine, verdammt, für alle anderen bist du praktisch tot. Es wird Zeit für etwas Neues. Ich glaube, irgendwas stimmt mit der Synchro nicht. Neues Königreich. Nein. Ist mein Königreich. Ein bisschen versetzt, ne? Also, woran du auch immer festhältst, das ist dein altes Leben. Denn dein neues Leben liegt voll und ganz in meiner Hand. Also erhebe dich, toter Mann. Ja, das stimmt tatsächlich, was mit der Synchro nicht. Okay, dir auch. Wird ja hoffentlich nicht durchs ganze Spiel jetzt so sein. Aber zumindest mal eins der Patches, die jetzt schon drüber liefen, hätten sich vielleicht damit beschäftigen können, den Ton synchron zu kriegen. Hey, lass mich! Hey, halt! Nein! Nein! Hey! Häftling 532. Was wird das? 521. Ich habe dazu nicht mein Einverständnis gegeben. Ich bin Dr. Caitlin Mahler und gemäß Artikel 412 der UJC Strafvollzugsordnung wird Ihnen ein Core-Gerät eingesetzt. Doktor, er ist nicht im System. Wir wissen nicht. Bereiten Sie das Gerät vor. Gerät? Der wird aus gutem Grund nicht im System sein, Leute. Vielleicht hört er auf damit. Ja, und ich werde meine Pflichten auch gewissenhaft erfüllen. Halten Sie still, sonst machen Sie es nur schlimmer. Verflucht! Eieiei. Autsch. Doktor, kein Herzschlag. Spiel zu Ende. Load. Eieieiei. Das ist ja nun nicht angenehm gewesen, ne? Jetzt ist das... Ah ne, doch, ist schon noch da. Das ist jetzt nur irgendwie verheilt, okay. Aber sieht aus, als wäre schon ein Weilchen da. So gut wie das verheilt ist. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht bei The Callisto Protocol. Das hat ja schon mal nicht ganz angenehm angefangen, ne? Was haben wir hier? Neuer Häftling. Das bin ich. Also er. Ist in Ordnung, aber wir haben ja jetzt schon erfahren, der ist gar kein Häftling. Das ist... Da ist irgendwas schiefgelaufen. Das hier muss eine Art Albtraum sein, wie sich das jetzt anfühlt. Ich hätte gern gewusst, wie ich hier rauskomme. Ah, da ist was. Oh je, wenn du den zurechtdrehst, kommen lauter Zenobiten und machen irgendwas mit Ketten und Haken. Oder so. Achtung! Sicherheitspersonal sofort im Hauptblock melden. Jetzt sieht's Dies anders aus. Keine Übung. Bewahren Sie Ruhe. Es gibt nichts zu befürchten. Wenn überall Alarm ist und Funken und Blut umfliegt, dann mache ich mir keine Sorgen. Nee, nee. Stimmt das nicht? Okay, ich traue mich aber nicht so wirklich daraus. Ne? Das gefällt mir nicht so ganz. Ich mache erstmal kurz einen Steuerungscheck. Also, wir haben Sprinten schon gelernt. Flee, ja, ist ein schönes Objective. Können wir uns beschäftigen. Das ist auch eindeutig. Ah, Dreieck ist also treten. Kreis ist ducken. X macht mal nur eine Aktion, wenn das da auch da steht. Okay, schauen wir mal. Ich bin trotzdem mal geduckt. Gefällt mir einfach besser. Ich fühle mich sicherer dabei. Brandgefährlich offensichtlich hier. Ja, okay. Nee, ich stehe auf. Okay. Ja, das ist der einbeinige Joe. Den gibt's in jedem Spiel. Der heißt bloß überall anders. Oh, vor diesem Maschinchen habe ich ein kleines bisschen Respekt. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt tun sollte. Aber vielleicht... Was machen die da oben? Okay, sie wiederholen das, was sie tun, immer wieder. Alles klar. Sie, Maschine. Ich hoffe, Sie können mich nicht angreifen, weil Sie defekt sind. Ja, sehr schön. Das gefällt mir. Ich kann auch sprinten. Ich mache das jetzt. Nach wie vor keine Minimap. Weiß nicht, ob das so bleibt. Hilfreich wäre es auf Dauer wahrscheinlich, wenn man eine hätte. Da geht's runter. Weiß ich nicht, ob ich das will. Da will ich allerdings definitiv auch nicht hin. Das flackert allerdings so ein bisschen vor sich hin. Sieht nicht so geil aus. Ja, okay. Ja, ich. Wer sind Sie? Wer spricht mit mir? Wer sind Sie? Wer redet denn da? Ach, Sie. Sagen Sie das doch. Hey, schau doch. Wo denn? Also ich sehe da X, ja, ich kann das machen. Sollte ich? Was zur Hölle geht hier vor? Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Mein Schiff ist abgestürzt. Ich bin hier gelandet und als ich aufgewacht bin, war es so. Weißt du, du bist Pilot, oder? Ja? Ich bin schon mein halbes Leben hier drin. Ich kenne mich aus, ich habe einen Fluchtplan. Wenn du mir hier raushilfst, helfe ich dir, okay? Benutzt das, um in den Kontrollraum auf der anderen Seite der Brücke zu kommen. Dort kannst du meine Zelle öffnen. Ich bin übrigens Elias. Jacob. Nicht den Kopf verlieren, Jacob. Könnte dein Leben retten. Und lass mich nicht hängen. Ja, ist okay. Klinge. Okay, ich muss irgendwo was öffnen damit. Andere Seite. Da brennt alles. Also dein Fluchtplan könnte leicht beeinflusst sein durch die Brände. Aber das sehen wir ja dann. Irgendwas auf der anderen Seite. Kann ich das Ding irgendwie benutzen? Noch nicht. Also wahrscheinlich wirklich erst dort, wo es benutzt werden muss. Das hier? Ah ja. Natürlich nimmt man in der Zukunft noch solche Flachkabel aus dem Super Nintendo. Natürlich. Okay. Ah, darüber, so wie es aussieht. Das sieht nicht stabil aus, aber wir werden ja gleich sehen, ob was passiert. Scheinbar aber nicht. Sehr schön. Es läuft alles so, wie es laufen soll. Ja, ich bin gleich raus hier. Ich werde auch Elias mitnehmen. Ist alles kein Problem. Da passiert das Gleiche. Das ist jetzt quasi unser All-Türschlüssel. Zum Netzkabel durchschneiden. Und ja, somit alle möglichen Türen öffnen. Ich habe allerdings ein bisschen Angst, dass dahinter jetzt was ist. Werden wir ja gleich sehen. Auf jeden Fall schreit da was komisch. Also ich drücke wiederholt Dreieck. Sie sind ja aggressiv. Oh. Aua. L. Ah, ich kann ausweichen. Okay, also man hat genug Zeit, um auszuweichen, wenigstens. R2? Ah ja. Buh. Warte, worauf? Du oder ich, Mann. Aber der wollte vielleicht... hallo? Der wollte vielleicht was Hilfreiches. Was zur... Was zur... Was zur... Okay, also. Was zum Teufel war das? Das ist mir brutal genug. Das nehme ich so. Ja, sah ich nix. Wo kann ich denn duschen? Ich hätte gern geduscht. So, Zelle offen. Ist das die Zelle von dem Elias, oder? Ich glaube aber, Elias wird es nicht weit schaffen. So. Okay. Sollte ich mal wieder zurück, oder? Was? 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 Irgendwas schießt doch hier. Ich muss doch mal gucken, liegt hier irgendwas am Boden, was ich noch nehmen kann? Die Steuerung ist so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen schwammig. Also sie ist nicht allzu direkt, habe ich das Gefühl. Aber gut. Was? Kampf? Nahkampfangriff in Ausweichen. Halte den linken Stick nach links oder rechts gedrückt, bevor der Gegner angreift, um ihm auszuweichen. Es gibt kein Zeitfenster. Ach so. Also ich habe dann unendlich Zeit. Also ich kann nebenher einen Kaffee machen. Oder wie? Halte einfach nach links oder rechts gedrückt, bevor dich der Gegner trifft. Okay, also muss ich das schon beachten. Um einer Serie von Nahkampfangriffen auszuweichen, halte den linken Stick in eine Richtung, bevor der Gegner angreift. Wechsle dann, um den linken Stick in die andere Richtung zu halten. Und wechsle hin und her. Weiche niemals mehr als einmal in die gleiche Richtung aus. Okay, also immer links, rechts, links, rechts. Andernfalls wird die Sequenz abgebrochen. Okay, und das Ausweichen ist dann somit gescheitert. Okay. Ja, geht's hier wieder? Ah ja. Viele. Viele Leute da. Ja. Wo ist denn dieser Elias? Wollen wir mal gucken, wo der ist. Elias. Kann ich springen oder sowas? Nee, noch nicht. Oder auch generell nicht. Elias. Jacob, hier drüben. Das Tor geht nicht. Die Konsole reagiert nicht. Da hinten. Da war was. Hat mich angegriffen. Oh, und das war sicher kein Mensch. Was redest du? Ich weiß, was ich gesehen habe. Dieser Ort macht einen verrückt, aber das ist eine Chance. Was immer du gesehen hast, ist nur noch ein Grund abzuhauen. Siehst du den Wachturm? Ja. Das ist unser erster Halt. Wir treffen uns da. Wie? Der Aufzug ist da lang. Fahr hoch zur nächsten Ebene. Ich melde mich. Geradeaus. Verstanden. Aufzug. Okay. Also gut. Aufzug. Ist da jemand eigentlich? Ich habe was gehört. Ah, da vorne. Ah, ah. Oh, 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 oh. Ach so. Ja, vielleicht muss ich auch erstmal einfach das machen, was das Spiel mir sagt. Einfach mal ausweichen. Wir machen das nochmal. Das klang aber vom Sound her tatsächlich so, als sei diese Kreatur weiter oder näher an mir dran. Nach hinten, um Angriffe zu blockieren, okay. Okay, hat diesmal geklappt. Oh, Heiland! Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Man muss ja das Gesicht wahren können in diesem Spiel tatsächlich. Scheiß die Wand an. Okay, also mittlerer Schwierigkeitsgrad habe ich gewählt, bin ich selber schuld. Ja, aber kann ich ja bei Gelegenheit... Ich muss lieber nur zweimal schlagen und dann wieder abwehren. Ja? Okay, also die richtige Taktik muss ich mir noch überlegen. Aber das ist ja schon geil. Okay, also ich habe bis jetzt für den eigenen Charakter schon mehr Todesarten gesehen als für die Gegner. Das ist krass. Ja, sie? Oh, 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 oh. Ja. Ja, okay. Vielleicht überlege ich mir doch Easy Mode oder so. Schauen wir mal. Aber vielleicht muss man sich das auch einfach ein kleines bisschen antrainieren, dass man einfach besser aufpasst. Ja? Okay, der hat gesessen. Also es ist irgendwie... Ein paar Sekunden später. Okay, also es kommt dann doch so ein kleines bisschen auch drauf an, ob man richtig den Stick nach hinten drückt. Okay, ich habe den wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu sehr nach links oder rechts gezogen. Nachdem du einen Gegner besiegt hast, drücke die Dreiecktaste, um auf seinen Körper zu stampfen und Gegenstände zu erhalten. Hebe alle Gegenstände auf. Wie lang noch? Wie lang noch? Ja. Leben, 35%. Ja, geil. Also, ich hoffe, dieser Typ wird jetzt nicht der Standardgegner. Sonst muss ich tatsächlich noch ein bisschen trainieren oder mir einen anderen Schwierigkeitsgrad überlegen. Jacob, ja, hier. Ja, wie? Ermöglicht Zwei-Wege-Funk mit einem Chor. Wenn man so lange hier ist, schnappt man ein paar Tricks auf. Aha. Was zum Transportwissenschaft. Fahr runter und so auf dieser Ebene den Aufzug. Runterfahren. Okay. Ist er jetzt schon runtergefahren? Ich glaube ja, oder? Auf jeden Fall macht er mal jetzt nichts mehr hier. Ich glaube, wir sind schon runtergefahren. Somit wären wir hier. Wo es nicht viel besser aussieht. Frag mich, ob es hier vielleicht gegen später noch Passagen gibt, wo Schleichen vielleicht tatsächlich besser wäre. Kommen aus bereits am Boden liegenden Toten denn auch... Interessant, was der noch für einen Blutdruck hat, ne? Obwohl er ja schon länger hier zu liegen scheint. Aber aus am Boden liegenden Toten scheint nichts Sinnvolles mehr rauszukommen. Die Flammen wirken mir tatsächlich ein bisschen zu ruckelig. Aber das ist nicht so schlimm, finde ich. Da gibt's... Okay. Ich werde, glaube ich, unter Umständen doch nochmal über den Schwierigkeitsgrad nachdenken. Ich meine, es geht ja, man muss ein bisschen aufpassen tatsächlich. Es ist nur leider schade, dass ich meine Energie... Ach doch, da sehe ich ihn ja. Okay, warte, ich soll ja ein bisschen auf den eintreten, ne? 35% Leben, ja geil. Okay, wenn das jetzt jeder bringt, dann ist das ja gut. Ich denke, das wird sich auch eingrooven. Was zur Hölle ist das? Gesundheitsinjector. Okay. Suche nach Wänden, an Wänden montierten Kästen, die einen Gesundheitsinjektor enthalten. Gegner können Gesundheitsinjektoren fallen lassen und sie können auch in Beutekisten gefunden werden. Drücke Steuerkreuz runter, um schnell einen Gesundheitsinjektor zu verwenden. Sie füllen die Gesundheit wieder auf, aber wende sie mit Bedacht an, da du während des Injektionsvorgangs angegriffen werden kannst. Gesundheitsinjektoren können auch über den Inventarbildschirm verwendet werden. Was ist denn der Inventarbildschirm? Wo ist denn der Inventarbildschirm? Wie aktiviere ich den denn? Das ist Pause. Okay, Inventar. Ah, Kreuz nach oben. Das ist ja cool. Was haben wir jetzt da? Schmuggelware-Paket. Okay. Brechstange. Das ist mein Tür, mein Schlüssel, der jede Tür öffnet, scheinbar. So gut wie. Was haben wir hier noch? Irgendwelche Sachen? Was ist das? Alle Eingreiftruppen sofort mobil machen. Okay. Achtung! 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 Diagnose initiiert. Alarm! Sicherheitssysteme offline. Sie können mir ja nichts, oder? Ja, ich gehe auch weiter. Hier geht's eh nicht weiter, aber dennoch, vielleicht liegt hier irgendwas rum. Sind Gegenstände vielleicht einfach auch so irgendwo am Boden liegend? Oder muss man die immer erst aus Leuten rausholen oder aus Kisten an der Wand? Verschlossen? Macht der einfach so auf, der Häftling, ne? Macht da einfach eine Tür auf. Elias? Mit dem Aufzug stimmt was nicht. Ich fahre runter, nicht drauf. Verdammt! Das bringt dich zum Isolationstrakt. Reicht der Doktor trotzdem. Dauert nur etwas länger. Aber sei vorsichtig. Da unten verwahren sie die völlig durchgeknallten. Ach, die! Aber gut, da sind ja jetzt schon ein oder zwei von unten hochgeklettert. Wenn ich das, also wenn das die Verrückten waren. Wenn hier noch Verrücktere sind, dann wird's lustig. Alles klar, Xenomorph ist auch da. Sind wir bei Alien Isolation, gell? Lüftungsschächte generell sind da nicht so geil. Ja, ich gehe einfach weiter. Ich renne auch. Das ist besser. Vielleicht ist es aber auch... Jacob? Ja. Ja. Ist alles in Ordnung? Kann man Ihnen helfen? Ich schleiche. Ist bestimmt besser. So, hier, ein Torso. Ist da was drin? Nö, schade. Jacob. Ja, ich bin hier. Was haben wir denn hier? Energieumwandler. Was macht das? Was macht ein... Moment, was macht ein Energieumwandler? Energieumwandler. Bauteile, die an einem Reforge zu einem niedrigeren Preis für Callisto Credits verkauft werden können. Die UJC hat den Kauf dieser Schmuggelware autorisiert, um sie aus dem Umlauf zu nehmen. Aha. Okay, also irgendwie kann ich mir da vielleicht... Also irgendwie kann ich da Credits mit verdienen und mit denen kann ich mir dann irgendwelche Sachen kaufen. Bin ich mal sehr gespannt. Minimap wäre trotzdem noch geil, einfach nur so. Einfach auch, dass man ein bisschen Überblick hat. Callisto Credits, 19 Stück davon, okay. Unser Gesundheitsstatus ist eher so gelblich, ne? Wir wollen in Richtung grün. Ich könnte ja den Gesundheitsinjektor benutzen, aber da stand jetzt nicht dabei explizit, wie viel Energie der wiedergibt, ne? Und ich möchte jetzt nicht für 25%, die ich brauche, quasi 75% verschwenden. Kann ja sein, der lädt einmal komplett wieder auf. Deswegen werde ich damit jetzt auch sparsam umgehen. Da war jetzt echt nichts drin, ne? Aber wäre vielleicht... Oder? Komm, ich gehe nochmal rein. Wir haben ja Zeit. Nö, da ist wohl am Boden irgendwo. Tak, 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 tak. X war einfach so wild, wichsend durch die Gegend. X drücken. Nö. Okay. Alles klar. Da ist irgendwas rot. Das ist in Ordnung. Ist ja auch alles nicht ganz so schön hier. Da kann auch ruhig mal was rot leuchten. Auch hier wieder Dreieck. Ihr kriegt so eine Riesentür auch einfach mal von Hand. Oh. Heilige Scheiße. Okay, also diese Lüftungsschächte am Boden. Ich kann ja gar nicht jetzt großartig links... Doch, ich kann schon links und rechts. Aber irgendwie ist die Steuerung nach wie vor sehr, sehr schwammig. Bin ich der Meinung. Es ist nicht wirklich präzise. Bin auch schon wieder der Meinung, der Controller macht Sachen, die er nicht machen soll. Ich hatte ja beim letzten Spiel, das ich gespielt habe, schon festgestellt, dass... Oder dass zu befürchten ist, dass sogar beide meine Controller eventuell das Problem haben, das bei der Nintendo Switch Joy-Con Drift heißt. Und das für die PS5 Controller noch keinen Titel hat. Aber ein Drift halt. Ich könnte mir vorstellen, dass es gleich Action gibt hier. Und zwar von hinten. Ich drehe mich auch vorsichtshalber um. Immerhin ist hier ja was im Boden verschwunden. Ich weiß nur nicht, ist der selber in den Lüftungsschacht reingekrochen nach unten? Oder aber wurde der von etwas reingezogen? Oh, Scheiße, Alter. Einer meiner Kumpel. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Er war so ein Ding. Hat mich angegriffen. Mhm. Alles okay? Ich lasse ihn erstmal ausreden. Nein. Nein, aber ich muss ihn töten. Es töten. Was zur Hölle geht hier vor? Das ist irgendwas Komisches. Aber halt nicht zum Lachen. Okay, machen wir diese Kiste hier auf. Das wird sicher interessant. Schön. Callisto Credits 50 und Gesundheitsinjektor. Okay. Sparen wir uns trotzdem noch auf. Ich will ja, wie gesagt, wissen, wie viel Energie das Ding wieder zurückbringt. Und ich vermute ja eben die komplette. Deswegen möchte ich dieses Ding jetzt noch nicht verschwenden. Irgendwas rennt hier aber. Und es klingt, als käme es aus Richtung dieser Tür. Also es klang so, als wären da irgendwie 20 Leute dahinter und prügeln gegen die Tür. Aber so schlimm ist es dann doch nicht. Oh, jetzt fahren wir total, also total geil wieder hoch. Ich komme rauf. Gut. Vielleicht war der Umweg doch gut für uns. Gleich hinter der Krankenstation gibt es ein Waffenlager. Waffenlager. Ein schön. Ort, um sich auszurüsten. Du musst aber vorsichtig sein. Die Sicherheitseinheiten sind aktiv. Sicherheitseinheiten sind diese Roboter, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Ich muss genauer gucken, ob hier irgendwelche Sachen hilfreicher Natur am Boden rumliegen. Ich will ja ungern irgendwann in die Situation kommen, sagen zu müssen, Mist, hätte ich den Würfel da vorher nicht aufgehoben oder mal aufgehoben, dann würde es mir jetzt besser gehen. Tötungserlaubnis wurde erteilt. Bereich gesichert. Weiter zum Medizinbereich. Okay, das könnte eventuell ein Störfaktor werden, dieser Kollege. Den kriege ich wahrscheinlich auch mit meiner Brechstange nicht erledigt. Da muss ich mir was anderes überlegen. Oder muss mir etwas anderes suchen. Vielleicht erdrossle ich ihn mit einem SNES-Kabel. Was? Ist da jemand? Doch, da ist jemand. Tatsächlich. Habe ich richtig gehört. Ist jetzt aber weg. Kommt mit Sicherheit gleich wieder. Ich gehe mal hier rein. Aha. Elias, können wir uns nicht tracken? Die Gefängnissysteme brechen zusammen. So wieder aufzubrechen. Bleib einfach außer Sichtweite. Dann kannst du dich vielleicht vorbeischleichen. Schleichen. Okay, ich wusste es. Irgendwann müssen wir schleichen. Bleib außer Sichtweite. Okay, ja. Da wäre es jetzt natürlich geil zu wissen, was läuft da denn für eine Route? Ich laufe jetzt einfach mal hier in den Schatten so ein bisschen, in der Hoffnung, dass der hier nicht nach mir sucht. Ich glaube, ich sollte aber da nach links. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Sie dürfen mich nicht sehen. Ja, ich weiß. Keine Bewegungen erfasst. Sehr schön. Von wem auch? Hier ist niemand. Okay, er geht weiter in die Richtung, in die ich auch muss, ha? Der ist schon ein Arsch. Vielleicht kommt er eben auch durch diese Tür gerade hier wieder raus, wenn es blöd läuft. Sowas hört er nicht, oder? Also er sieht nur Bewegung, aber hört nichts, oder? Schön unten bleiben. Ich bleib unten. Alles ist in Ordnung. Alles ist super. Was haben wir denn da? Das sieht aber... Das ist... Das macht man nicht, sowas. Gut, der geht dahinter. Weit, weit weg. Was haben wir da? Da ist doch auch wieder irgendwas. Diese Röntgenbilder oder was das sind, die machen doch hier irgendwas falsch. Der ist weit weg. Okay, ich kann mich normal bewegen. Aber ich werde natürlich... Genau. Sonst wäre ich hier sicher. Absolut. Der kommt jetzt halt wieder zurück, so wie das aussieht, ne? Egal. Ja. Nach wie vor wäre ich mit einer Minimap ganz einverstanden. Weil ich weiß absolut nicht, wo soll ich rein, wo darf ich rein, wo gehe ich besser nicht rein. Da, wo ich besser... Da, wo ich besser nicht reingehe. Das merke ich dann schon. Okay. Wenn ich reingegangen bin. Was machen Sie? Ich glaube, Sie sind auch kaputt. Gell? Ein bisschen. Der hatte eine Gehirn-OP. Das Gehirn wurde erfolgreich entnommen. Nun. Ja. Was ist da? Automatische... Aha, Dr. Caitlin Mahler. Mahlers Ernennung. Okay. Vielleicht tue ich mir bei Gelegenheit mal diese ganzen Audios an. Ich glaube, ich habe jetzt schon mehrere gefunden. Nur konnte ich sie tatsächlich noch nicht einschalten. Beziehungsweise anhören. Was machen wir hier? Könnte nützlich sein. Torsicherung. Ja. Aber wann? Und wo? So, das haben wir jetzt vorher schon gesehen. Irgendwie, das sieht ja komisch aus. Jetzt sieht es allerdings noch komischer aus. Ja. Nun. Das ist die Richtung, in die der Roboter vorher ging. Okay, ich probiere es jetzt einfach nochmal da lang. Ich vermute aber sowieso, dass hier dicht ist. Und dass ich da, wo ich jetzt gerade drin war, auch tatsächlich weiter muss. Die Treppe hoch. Aber ich will natürlich nichts unversucht lassen, mir hier noch irgendwelche Items zusammenzusammeln. Callisto Credits. Leben. Jetzt sieht es wieder gut aus. Jetzt habe ich wieder grün. Schön. Ja. Also. Was haben wir hier? Da ist nichts. Okay, ich gehe trotzdem mal wieder hier raus. Denn von da komme ich. Ich hätte gern noch geguckt, ob hier hinten noch irgendwas ist. Hier ist nichts. Und da, so wie es aussieht, auch nichts. Kann auch diese komische Sicherung da nicht reintun? Okay. Dann gehen wir trotzdem mal wieder hier rein. Dann geht's hier durch. Und hier ist dann noch was. Eigentlich ganz ruhig hier. Da geht vermutlich nichts auf. Hier geht nochmal was. Da kann ich diese Sicherung vielleicht wieder reintun. Ja. Dann ist hier offen. Okay. Scheint ja mal ein ganz simpler Vorgang zu sein mit diesen Türsicherungen. Oder? Energieumwandler. Schön. Inventar voll. Okay. Da wäre jetzt ja wohl so ein Gesundheitsinjektor drin. Ich habe jetzt einen. Energieumwandler. Ah, okay. Die verbrauchen alle immer einen Platz. So Resident Evil mäßig. So ein bisschen. Allerdings. Oh, ich habe noch Plätze. Das ist dann wahrscheinlich für was Größeres hier. Aber dann sind die Plätze hier drüben vermutlich eben für solche Gesundheitsgeschichten. Die muss ich jetzt, oder brauche ich jetzt aktuell auch nicht zu verwenden, weil ich habe ja Hab ja voll Energie. Ich versuche jetzt mal diese Datei hier anzusehen. Aha. Das ist die, die mir da ist. Das ist doch die, die diesen komischen Core da installiert hat in meinen Nacken. Persönliches Logbuch, Dr. Caitlin Mahler. Heute in Black Iron angekommen. Cole das erste Mal getroffen. Er hat mich dazu autorisiert, das Programm neu zu starten. Das wird nicht einfach sein, aber ich vertraue auf mein Team. Sie wissen genauso gut wie ich, was auf dem Spiel steht. Die Möglichkeiten. Hm. Das hier kann man nicht und das hier kann man auch nicht. Vielleicht muss ich dazu erst die entsprechenden Dateien finden. Ah, hier sind noch mehr. Was ist das? Das ist ich? Was gibt es denn da? Wir haben am Callisto Hangar angedockt. Wir sitzen in unserem Quartier fest, während die Fracht verladen wird. Max nervt mich wegen dieser Europafahrten. Wir haben solche Aufträge öfter erledigt. Weiß nicht, warum er sich jetzt plötzlich daran stört. Ich meine, es ist doch nur ein Job. Einfach den Kopf runter und die Fresse halten. Ja, genau. Fresse halten. Das hätten wir von Anfang an vielleicht tun sollen. Ja, und hier sind lauter unbekannte Sachen. Also entweder gilt es, die noch zu finden. Oder aber... Also ich nehme einfach an, da kommt noch was hin. Gut. Ha. Ah, was haben wir da? Ist an der Tastatur was? Die wirkt so erhaben. Nee, das ist nichts. Okay, schade. Und was haben wir hier? Gibt's sowas wie eine Map? Jetzt mal ganz im Ernst. Fracht. Persönliches Logbuch. Okay, das haben wir gerade gehört. Muss allerdings sagen, also wie gesagt, so ohne so eine Minimap ist die Orientierung hier ganz schön schwierig. Callisto Credits. Callisto Credits. Wo komme ich denn mal an einen Ort, wo ich die dann auch entsprechend einlösen kann? Na, sicher demnächst. Lockt dann dieser fette Typ aus Resident Evil 8 und verkauft dir irgendwas. Ist in Ihnen was drin, Sir? Oh, Blut. Okay. Hm. Ist schon geil. Also ich find's geil, muss ich echt sagen. Also ich verabscheue ja Gewalt, aber in Spielen immer ja damit. Real Life ist scheiße, Gewalt. Das ist aber in Spielen. Komm. Es kann gar nicht genug sein. Kann ich mir diese Sicherung wieder mitnehmen? Ja, cool. Die kann mir nämlich äußerst behilflich sein. Hier war ich, oder? War ich hier? Ja. Da bin ich wohl gewesen. Geht es jetzt hier wieder raus? Ah ja, ging schon hier raus. So, und dann noch hier. Genau, jawohl. Und hier hinten war nichts, ne? Das heißt, wir bewegen uns jetzt wieder zurück auf unseren angestammten Pfad. Wenn es denn der richtige ist. Ja, es ist ja doch... recht linear, ne? Diese Geräusche, die ich da... Das ist das Ding hier, das, was ich höre. Ich habe schon gedacht, hier läuft wieder so ein Roboter hier rum. Die sind ja dann doch unangenehm, nicht? So. Jetzt könnte es allerdings happig werden. Ich habe irgendein komisches Geräusch gehört. Okay. So, was haben wir da? Credits. Schön. Kaufen wir uns was. Vielleicht einen Keks. Einen Kaffee. Kuchen. Ja. Also, man merkt, im Kampf bin ich jetzt schon etwas besser geworden. Man ist ja jetzt auch oft genug verreckt, ne, um es gelernt zu haben. Soll aber nicht heißen, dass mir das nicht wieder passiert. Moment. Immer umgucken, liegt irgendwo was rum, blinkt was, leuchtet was. Nee. Ich frage mich, ob das Feuer besser aussieht und weniger so Stop-Motion-mäßig, wenn ich den Performance-Modus ausschalte bei der PlayStation. Fürchten Sie sie nicht. Nur durch Veränderung können wir wachsen. Unser bestes Selbst werden. Aha. Veränderung kann schwer sein, doch sie ist notwendig. War's das? Boah, hier verändert sich gerade einiges, habe ich das Gefühl. Lockdown. Oh, hatten wir auch kürzlich. War eine feine Sache. Darf man ja gar nicht mehr laut sagen. Gesundheitsriegel? Oder was? Ja, puttert der das Zeug jetzt automatisch eigentlich, dieses Leben da? Oder bringt mir das gerade überhaupt was, wenn ich voll bin? Mit Energie meine ich. Nicht etwa voll mit Wasser oder so. So. Okay, klettern wir hier hoch. Ja. Bin durch die Krankenstation durch. Suche noch das Waffenlager. Okay, du bist bald da. Geh einfach weiter. Er regt sich auf, dass bei ihm immer enger wird. Was soll ich denn hier sagen? Ich bin in einem Lüftungsschacht. Oh. Okay. Vielleicht kann man hier rausspähen oder so. Mich würde das wirklich interessieren. Das wäre doch viel besser. Aber ja, ich werde wahrscheinlich keine andere Wahl haben. Zwei von denen! Zwei! Geh wieder da rein. Komm. Der geht nicht wieder rein. Der geht nicht wieder rein. Was war das jetzt? Ist der weggerannt? Das war als... Oder das sah so aus, als wäre der hier irgendwie zerplatzt oder so? Oder habe ich das falsch gesehen? Haben Sie noch etwas in sich? Dinge? Nö. Ah, doch. Callisto Credits. Boah, ich werde mir sowas von Sachen kaufen, ey. An diesem ganzen Geld, das ich aus Leuten rausgeholt habe. Bin mal gespannt, was es gibt und vor allem, wo es was gibt. Aber wo ist denn der zweite jetzt hin verschwunden? Okay, nee, da gehe ich lieber nicht rein. Das... Nee. Das könnte eine ganz, ganz stückelige Angelegenheit werden. Dann machen wir nicht sowas. Wir gehen wieder hier rein. Also was heißt, geht das überhaupt? Natürlich, oder? Nicht? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre so meine Möglichkeit. Jetzt dann nehme ich die Möglichkeit da. Immer da, wo es Blut ist. Da gehen wir rein. Denn das ist die vernünftigste Entscheidung, die wir in diesem Spiel treffen können. Immer dahin, wo das Blut ist, weil da war dann zumindest mal was Lebendiges. Oh ja. Jacob, hast du was gefunden? Das Lager wurde schon ausgeräumt. Hier liegt nur noch ein Schocker rum. Ein Elektroschocker, ja. Aber die Dinger haben es in sich. Und wir werden ihn brauchen. Werde ich gleich ausprobieren. Nein, wirf das doch nicht. so. Okay. Also das ist jetzt offensichtlich ein Waffen-Upgrade. Also die alten... Wir behalten nicht mehrere Waffen. Zumindest mal nicht bis jetzt. Es gibt jetzt mal einen Elektroschocker. Ich will den aber trotzdem mal in Vorhalter haben. Denn ich werde ja definitiv ein Problem bekommen. Oh, wo kommen denn hier diese Geräusche her von den Viechern? Muss ich wieder zurück? Bin da rausgekommen? Ich bilde mir ein, das könnte man vielleicht öffnen und dann da reinkriechen. Jetzt mal ernsthaft, ich muss doch hier irgendwie rauskommen. Oder nicht? Vielleicht muss ich auch einfach mal wieder zurück. Ich gehe mal zurück. Hier scheint es halt jetzt wirklich nicht lang zu gehen. Also ich sehe zumindest nichts. Aber man ist ja beim selber Spielen auch meistens blind für irgendwelche Sachen. Aber nichtsdestotrotz gehe ich hier mal wieder zurück. Vielleicht muss ich hier was machen mit dem Elektroschocker, dass diese Dinger aufhören zu laufen. Dann kann ich da durch, oder? Okay, also er ist selber nicht vernünftig. Ich muss alles für ihn übernehmen, was Denken angeht. Also man kann tatsächlich einfach so... Ja, es macht ja ein Mensch. Oh Gott, wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt so weit zurück? Nee. Ah ne, bin da wieder da. Okay, alles ist gut. Alles ist gut. Also ich finde das echt witzig. Das Spiel ist echt geil. Er läuft einfach so. Weißt du, der klingt schon so, als würde er ihn umbringen. Er läuft da halt rein. Alles gut. Habe ich jetzt irgendwas aktiviert, was... Ah, guck mal die Tür da. Schön. Das ist gut. Wo kommst denn du her? Okay. Ich will immer solche Wände haben. Kampf im Todeskäfig. Kennt den noch einer? Einfach in die Kommentare schreiben. Das waren noch Zeiten. Kampf im Todeskäfig. War das mit Jean-Claude? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ging es jemandem in dem Film ähnlich am Ende. Wie dem da. Also nicht umsonst hieß der Film Kampf im Todeskäfig. Der heißt immer noch so, den gibt's ja noch, aber der ist halt wahrscheinlich nicht mehr. Der ist wahrscheinlich indiziert inzwischen oder sowas. Oder auch nicht mehr. Zugangshalle P264, da wollen wir nicht hin. Okay, wir bewegen uns wieder in die Aufrechte. Bewegen uns ein bisschen schneller. Denn wir wollen das Spiel ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Ja, okay. Also auf jeden Fall scheint dieser Elektroschocker hier eine Menge Durchschlagskraft zu haben, denn immerhin hat er einen Gegner ja an eine Stachelwand transportiert. Relativ zügig. Fast geschafft. Wo jetzt geradeaus geht nicht, links geht auch nicht. Also gut. Was haben wir hier? Inventar voll. Naja, obwohl, ich könnte ja jetzt an dieser Stelle, wenn ich schon hier bin, Gesundheitsinjektor. Der hatte denn schnell, warte mal, nach unten. Ah ja. Geilomat. Dann nehmen wir den wieder. Also einfach nur nach unten Steuerkreuzen, dann benutzt man das Ding. Braucht man nicht kompliziert übers Inventar zu gehen. Zellen gehen nicht auf, dass wir da irgendwie noch was einsammeln könnten. Wertgegenstände von Häftlingen oder so. Ich renne. Oh Gott, ich muss rennen. Ach, ist das geil. Also, es ist wenigstens ein Spiel, in dem auch das Sterben Spaß macht. Das ist schon gut. Ja. Aber vielleicht ist da tatsächlich ein bisschen viel los. Ich renne jetzt einfach weg. Ich renne jetzt einfach dahin, wo ich hin muss. So. Inventar voll. Okay, dann benutze ich den jetzt mal. Nach wie vor. So. So. Und jetzt aber. Jetzt müssen wir schauen, wo es lang geht. Wir halten uns nicht lang auf. Wir rennen einfach weg. Wir rennen einfach. Wir wollen in diesen Turm. Wir rennen einfach. Wir rennen. Wir müssen uns ja auch nicht mit jedem anlegen. Warum geht's hier nicht auf? Warum? Wir müssen aber schon da rein, oder? Ah, da drüben ist was, was grün leuchtet. Das sieht für mich so aus, als könnte ich da was tun. Okay. Ziemlich viel Gestöhne und Geschrei hier. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay. Nicht schon. Ist ja leider auch scheiße. Ich kann ja nebenher nicht mal so eben mir schnell so einen Gesundheitsinjektor rein donnern, wenn da zwei gleichzeitig da sind. Aber gut. Wir probieren es mal auf eine andere Tour. Da treten wir prophylaktisch drauf ein. Nicht, dass der nachher wieder aufsteht. Also vom Klang her sind die näher an mir dran, als sie es eigentlich tatsächlich sind. Also, so wie ich die auf den Ohren habe, die Viecher sind die direkt neben mir. Ja. Ja, es ist anstrengend. Man muss es sagen, aber ich habe keine Energie verloren, ne? Ich habe keine Energie verloren, so wie es aussieht. Man merkt auch, das ist geil im rechten Trigger, man merkt auch so den Widerstand von den Gegnern, wenn man so draufhaut. Noch mehr Callisto Credits. Ich habe halt bis jetzt noch keine Möglichkeit gesehen, die zu investieren. Das wäre jetzt schon mal geil. Vielleicht kann man das auch nicht oft machen. Vielleicht muss man das auch im Pausenmenü machen? Nein. Kann ich da rein? Das ist keine gute Idee durchs Feuer, oder? Liegt irgendwo noch was rum? Irgendwas Wichtiges? Oder auch Unwichtiges? Also ich werde auf jeden Fall für die nächste Aufnahme mir mal vornehmen, den Performance-Modus mal auszuschalten. Der ist ja dafür zuständig, dass man immer schön in 60 Frames spielen kann. Das aber zu Lasten der Grafik unter Umständen. Wobei bis jetzt so deutliche grafische Zusammenbrüche oder so habe ich jetzt noch nicht festgestellt. Einzig negativ fällt mir halt wirklich auf, dass das Feuer so ein bisschen Stop-Motion-mäßig flackert. Achtung, Achtung, Achtung. Wer sind Sie? Ihnen geht's nicht gut, oder? Okay, bleiben Sie mal da. Wo muss ich eigentlich hin? Ganz blöde Frage. Wo muss ich hin? Hier wahrscheinlich nicht. Es sieht aus, als wäre dazu. Ist das ein Aufzug oder sowas? Ah ja, hier wäre sogar ein Schaltpult. Aber ich gehe trotzdem mal da oben rum. Bin neugierig. Bin ja ganz, ganz grundsätzlich ein neugieriger Spieler, ne? Vielleicht liegt da irgendwo was Dolles rum, was man sehr gut gebrauchen kann. Vielleicht ist es aber auch die reinste Todesfalle. Ah. Ja gut, die sind da weniger das Problem, habe ich das Gefühl, ne? Mir kommt es doch irgendwie bekannt vor hier. War ich hier schon? Nee, oder? Ich glaube, hier geht's auch nicht weiter. Ne? Geht's hier irgendwie? Da ist was offen. Aber so wirklich gelohnt hat sich's jetzt nicht, ne? Kommt mir auch trotzdem irgendwie bekannt vor hier. Aber gut, jeder Stock wird, irgendwie gleich aussehen, ne? Ist ja immerhin ein Gefängnis. Dann werden wir uns jetzt anschicken, die Treppe hochzugehen da vorne. Da war doch eine Treppe nach oben, wenn ich jetzt richtig gesehen habe. Moment mal, habe ich mich verlaufen? Ich habe mich ein bisschen verlaufen. Nee, da war doch der Aufzug, keine Treppe. Jetzt Dummi. So ein Dummerchen. Feini, feini, feini. Nein, 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 nein. Schon verstanden. Okay. Ich schicke Squad 9 rein. Verdammt. Sir, darf ich nicht sehen. Ist ausgelöscht. Wer darf hin? Oh. Wir schaffen es nicht. Rückzug. Wir haben die Kontrolle verloren. Gut, dann aktivieren Sie alle taktischen Einheiten. Schusserlaubnis erteilt. Ich wiederhole, Schusserlaubnis erteilt. Ja, Sir. Aber... Kann ich zu dem hin irgendwie? Kann ich den erledigen? Nein, das ist ein Befehl. Töten Sie. Oh. Du? Sie. Wie zum Teufel bist du hier? Sehr schöner Handschuh, den Sie da haben. Ich habe Zeit für diesen Scheiß. Ich glaube, den will ich. Okay. Habe ich das richtig verstanden? Ich will den ganzen Anzug von dem Typen. Du stürzt ja ab und dann geht hier alles in den Arsch. Oh, 521. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Was hast du getan? Hä? Sag's mir. Bist du anders? Bist du besonders? Warum wollte der Warden dich lebend? Hm. Das ist mein König. Du kannst es haben. Komm schon! Geil. Okay. Ja, geil. Muss man sagen. Der ist jetzt halt weg. Der wird aber wahrscheinlich... Und Ferris auch. Was meinst du? Er war hier. Und diese Dinger haben ihn getötet. Dann ist er auch nicht tot. Du bist härter, als ich dachte. Geh einfach weiter. Geh einfach weiter. Ich habe weiter vorne einen sicheren Raum gefunden. Ich glaube tatsächlich, dass er nicht tot ist. Ich glaube, der wird uns wieder begegnen. Und zwar in einem anderen Zustand. Was war das denn? Ah, noch mehr Audios. Muss ich mir mal antun, tatsächlich. Die sind interessant, die Audios. Das ist der Captain Ferris. Was hat er denn zu sagen? Wir haben... Anweisung des Wardens gesichert, nur Mahlers Team hat Zugang. Hätte nie gedacht, dass ich die alte Warden mal vermissen würde. Die war wenigstens berechenbar. Okay. Elias Porter. Ah, mein Kumpel. Dieser neue Warden. Weiß nicht, was ich von ihm halte. Hat den Black Iron in wenigen Monaten mehr verändert als in Jahrzehnten. Trotzdem... Was immer da auch vorgeht, das könnte endlich meine Chance sein. Ich muss nur bereit sein. Du musst nur bereit sein. Okay. Ich glaube, er hat uns ein oder zwei Sachen nicht gesagt, der Elias. Ich glaube, der ist gar nicht offiziell ein Häftling. Wie komme ich jetzt allerdings hier wieder raus? Bin ich mit dem hochgekommen? Also da geht jetzt auf jeden Fall mal nichts mit dem Fahrstuhl. Ist heiß. Wir gucken anderweitig. Das ist ja schon eher. Da sind... Ah, da sind die Idioten hergekommen hier. Da. Moment, da. Oh, der ist gar nicht wirklich da. Okay. Na gut. Weiter geht's. So, mit Sicherheit passiert ja auch gleich wieder was. Erstmal schauen wir uns an, was es da gibt. Aha. Also da gibt es nichts. Ich habe gedacht, da unten, da wo das blaue Lämpchen leuchtet, da ist irgendwie so eine Art Kiste. Die letzte hat ja auch so blau geleuchtet. Nachwirkungen. Okay. Sollen wir es vielleicht an dieser Stelle mal dabei belassen? Denn ich werde es leider aufgrund der Länge des Spiels nicht schaffen, das als Einteiler zu produzieren, weil das wird groß. Ja, ich würde daher sagen, da wir jetzt von diesem Kapitel Ausbruch im nächsten Kapitel Auswirkungen angekommen sind, ja, mache ich ebenso eine Einteilung in den Videos auch, dann unterteile ich die einfach nach den Kapiteln und würde sagen, an dieser Stelle war es das jetzt fürs erste Kapitel und erste Video und freue mich drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, beim zweiten Teil, nämlich Auswirkungen. An dieser Stelle ist jetzt Schluss mit dem ersten Teil. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Gebt einen Daumen nach oben für das Video, wenn euch es gefällt und teilt das Ganze fleißig, wenn ihr andere Leute auch noch damit beglücken wollt. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen. Und tschüss.